überaus positiv und unabhängig von meiner subjektiven Meinung, glaube ich, wird das auch ganz gut bestätigt durch die anregende Diskussion, die wir hatten. Es war eine überaus dynamische Gruppe, was dann auch dazu geführt hat, dass wir die Kaffeepause überzogen haben. Und das allein spricht, glaube ich, für sich. Und diese Atmosphäre schließe ich mich an und dieser Bewertung auch. Ich fand es gut. Es waren viele verschiedene Facetten am Tisch, die das sehr bereichert haben. Und insofern bin ich zufrieden mit dem, was heute passiert ist. Prinzipiell gut, weil man weiß, über was man redet. Man redet über das Gleiche, man redet über den regionalen Bezug. Und man hat auch die Personen letztendlich und die Organisationen am Tisch, mit denen man gelegentlich im Austausch ist. Das führt neben der Fachdiskussion, die ja hier geführt wird, auch dazu, dass man ein bisschen Zeit hat, in den Pausen oder in der Mittagszeit sich mal wieder auch außerhalb des offen gesprochenen Wortes zu unterhalten, das soziale Miteinander zu pflegen und auch mal auf Rekord zu sprechen, was immer eine ganz gute Erfahrung ist. Das finde ich sehr erfreulich und finde ich auch gut. Der Erkenntnisgewinn ist, dass wir doch weitgehend aus dem Krankenhausbereich ähnliche Situationen haben und ähnliche Basisdiskussionen. Wo ja heute am Tisch auch viel Input kam, um das eigene Verhalten, um die eigene Sichtweise auch nochmal zu hinterfragen und zu reflektieren. Was mich erstaunt hat, war, dass dieses Thema Datenschutz, Datenschutzpapier und Patientenrechtegesetz so überaus Interesse geweckt hat bei vielen, auch offensichtlich einen Bedarf geweckt hat, den alle für sich angenommen haben. Was auch für mich teilweise neue Aspekte ergeben hat in der Diskussion, über die ich selbst dann auch nochmal nachdenken muss.